Auf meiner Reise nach Köln zu Swing United bin ich hier an einem bezaubernden Laden vorbeigekommen und ja, habe hier einfach mal einen kleinen Stopp eingelegt und ja, werde hier ein bisschen stöbern. Es ist ein Vintage-Laden namens John's Vintage und ich habe hier auch die Ehre, Mr. John Joyce begrüßen zu dürfen, den Inhaber des Vintage-Ladens, der übrigens in der Bergisch-Gladbacher Straße Nummer 525. 525 ist in Köln, kann ich nur noch mal betonen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen. Es ist ein bezaubernder Laden. Und John, wie hat sich dieser Laden begründet? Ja, wir hatten vor Jahren, haben wir immer mit Kleinantiquitäten zu tun. Und irgendwann haben wir ein altes Hut gekauft aus den 30er Jahren in England. Und dann ging das weiter. Noch ein Hut, noch ein Hut. Dann passte ein Kleid dazu. Wer hat denn mit dem Hutkaufen begonnen? Du oder deine Frau? Gesehen habe ich's, aber meine Frau hat's gekauft. Ihr vertreibt hier Klamotten oder Kleidungsstücke der 20er bis 60er Jahre im Schwerpunkt? Schwerpunkt, ja. Vintage. Und das sind Originalkleidungsstücke. Wo findet ihr denn diese Kleidungsstücke? Es war schwer vor ein paar Jahren, heute ist es noch schwerer, aber Gott sei Dank haben wir uns ziemlich gut abgedeckt mit Sachen. Aber meistens England, wir haben das Glück, dass ich eine Verwandte in Amerika habe und die sammelt auch für uns und schickt das rüber. Was sehr interessant ist, ist der Schmuck, Ja. weil teilweise ist das hier in Deutschland hergestellt, aber nicht für Deutschland. Nach dem Krieg haben die Frauen mit Wiederaufbau, haben die nur gekämpft, gearbeitet, in Schwarz getragen. Aber das Schmuck wurde hier hergestellt und nach Amerika verschickt. Jetzt kommt das ja wieder hierher und das ist amerikanischer Schmuck aus Deutschland. Ich habe ja hier eben schon eine wunderschöne Handtasche bei euch entdeckt. Dieses wunderbare Stück aus den 40er Jahren, aus den 50er Jahren, liege ich da Genau, richtig? richtig. Hervorragend. 40er Jahre, Luzit heißt das Material. Also das heißt, es ist, der Kunststoff nennt sich Luzit. Habe Luzit. ich das richtig verstanden? Richtig, richtig. Ja. Und das war in den 40er Jahren überwiegend üblich, dieses Material zu verwenden. Und was kam später? Das war nicht so üblich, das war nur für Spezialkundschaften. Okay. Das ist was Besonderes. Vorher gab es ja Schlangenhaut Ja. und Krokodil. Man durfte das damals verwenden, weil die anderen Ledern waren für andere Zwecke in den 40er Jahren Ja. gedacht. Und hinterher kam dann die normale Plastikhandtaschen, die wir kennen, und dann Leder für den Damen. Ich werde natürlich jetzt hier noch ein bisschen in diesem wunderschönen Laden John's Vintage rumstöbern, werde ein paar Kleidungsstücke anprobieren, die ich auch gleich zeigen werde. Das ist mein Großvater. Mein Großvater? Ja, das ist sein Anzug. Das ist sein Anzug? Ja. Wenn man vom britischen Militär in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren sogar entlassen wurde, hat man gar nichts mehr. Man hat ja nur Uniform halt. Und dann hat man einen Gutschein bekommen. Okay, ein Gutschein für was? Für einen Anzug. Geld in der Tasche hatten sie wirklich nicht. Das heißt, das Militär hat Gutscheine verteilt, aber Gutscheine für einen bestimmten Laden oder eine bestimmte Kette? Nee, Ketten gab es da ja damals noch nicht. Der Haupt, doch, doch, doch. Es gibt ja einen Hauptladen, das hieß Burtons. Gibt es heute immer noch, glaube ich. Ja. Und die haben mal von der Stange solche Sachen mal auch verkauft. Und da hat dein Großvater bei Burtons diesen wundervollen Anzug in welchem Jahr gekauft? Das muss ja so 38 gewesen sein, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also ein Anzug von 1938 von der Einkaufskette Burtons. Das war's. Tschüss.